Es ist das erste Rennen in dieser Saison auf dem amerikanischen Kontinent und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Kanada Grand Prix. Die Streckendetails. Am 9. Juni beginnt die 40. Ausgabe des Kanada Grand Prix auf der Île de Notre-Dame. Seit 1978 findet der Kanada Grand Prix bis auf die Jahre 1987 und 2009 ununterbrochen statt. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 14 Kurven, 6 Linkskurven und 8 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es nur 260 Meter. Auf der gesamten Strecke fährt man viermal im achten Gang. Insgesamt 50 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 3500 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 417 Meter und dort wird, wie in Monaco auch, höchstens 60 km/h gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase liegt bei 50%, der Vollgasanteil liegt bei 72%. In den bisher 39 Ausgaben des Kanada Grand Prix in Montreal gewann 19 Mal der Pole-Sitter, was einer Quote von 48,7% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als niedrig. Gefahren wird 70 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 305,270 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 4.361 Meter. Das DRS darf dreimal pro Runde verwendet werden, und zwar auf der Start-Zielgeraden, zwischen den Kurven 7 und 8 und zwischen den Kurven 12 und 13. Apropos Start-Zielgeraden, dort wurde das alte Boxengebäude 2019 vollständig umgebaut, Link dazu in der Beschreibung. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Ultrasoft-Supersoft-Strategie von Sebastian Vettel. Schnellster Pilot im Feld war Sergio Perez mit 349,7 km/h. Die schnellste Rennrunde ging an Max Verstappen mit einer 1:13.864, gefahren in Runde 65. Sebastian Vettel führte den gesamten Grand Prix an. Schnellster Boxenstopp war der von Fernando Alonso, seine Zeit war eine 23,099 in Runde 18. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei 200,997 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1:13.622, gefahren von Rubens Barrichello aus dem Jahre 2004 mit seinem Ferrari F2004. Der Rundenrekord in der Qualifikation vor Sebastian Vettel 2018 mit einer 1:10.764 mit seinem Ferrari SF71H. In Monte Carlo werden, wie in Monaco auch, die Mischungen C3, der harte Reifen, C4, der Medium und C5, der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Hypersoft, Ultrasoft und Supersoft gefahren. Wichtiges zum Setup. Die Bremsen werden aufgrund von 6 Bremszonen gefordert. Aber auch die Traktion, die Aufhängung, die Aerodynamik, die Motorleistung und der Spritverbrauch sind von entscheidender Bedeutung. Schwierige Kurven. Kurve 1. Hier kann man ideal überholen, wenn man sich auf der Start-Zielgeraden per DRS und Windschatten an den Gegner ransaugt. Kurve 6. Diese Linkskurve sieht enger aus, als sie in Wirklichkeit ist. Sie muss gut getroffen werden, um mit maximaler Ausgangsgeschwindigkeit durch Kurve 7 zu fahren, um eine anständige Qualifikation hinzulegen. Kurve 10. Die Haarnadelkurve. Eine der besten Überholpunkte der Strecke. Am besten überholt man an der Innenseite. Die wohl schwierigsten Kurven sind die beiden letzten an der weltberühmten Wall of Champions. Wer hier der Mauer zu nahe kommt, hat schlechte Karten und kann sich eine gute Runde versauen. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse. 1991 schied Nigel Mansell nur wenige hundert Meter vor dem Ziel in Führung liegend aus. Nelson Piquet schnappte sich den Sieg, seinen letzten in seiner Karriere. 1998 gab es sowohl beim Rennstart als auch beim Restart sehr viele Crashs. Beim Rennstart gab es einen Überschlag von Alexander Wurz und beim Restart einen Auffahrunfall von Olivier Panis auf Jean Alesi, der nur knapp über seinem Helm zum Stillstand kam. 1999 schieden drei Weltmeister an der berühmt-berüchtigten Wall of Champions aus, nämlich Jacques Villeneuve, Michael Schumacher und Damon Hill. 2007 überstand Robert Kubica einen Horrorunfall, als er mit 300 km/h Richtung Haarnadelkurve unterwegs war und gegen eine Wand krachte. Der Crash war so heftig, dass er in Indianapolis pausieren musste und Vettel sein F1-Debüt gab. Dabei hatte er sich nur eine leichte Verletzung am Knöchel zugezogen. 2008 kam es am Ende der Boxengasse zu einem Auffahrunfall von Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen. Der Brite hatte die rote Ampel am Ende der Boxengasse nicht gesehen, vor der Räikkönen und Kubica standen. Am Ende kam es zu einem einmaligen Sieg von BMW Sauber und Robert Kubica. 2011 siegte Jenson Button in Montreal nach über 4 Stunden Rennzeit. Er stoppte insgesamt 5 Mal, hatte einen Reifenschaden, bekam eine Durchfahrtsstrafe und kollidierte mit Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Er war der längste Grand Prix der Formel 1 Geschichte. Die bisherigen Sieger des Kanada Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Kanada. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.